Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wem gehört das Arbeitsergebnis? Der ein oder andere Arbeitnehmer hat sich sicher schon einmal gefragt, was ist, wenn ich als Grafiker oder Webdesigner etwas produziere? Gehört das mir oder dem Arbeitgeber? Damit beschäftigen wir uns heute. Als Grafiker oder Webdesigner erstellt man Bilder, Texte oder auch ganze Homepage. Das Ergebnis an diesen Arbeitsleistungen nennt man das sogenannte Arbeitsergebnis. Die Nutzungsrechte an diesem Arbeitsergebnis liegen weiterhin beim Urheber. Der Urheber ist der Arbeitnehmer. Durch den Arbeitsvertrag hat er diese Nutzungsrechte jedoch auf den Arbeitgeber übertragen. Das heißt, er selbst kann diese nicht verwerten oder auch anderweitig nutzen. Er darf diese nur in Absprache mit dem Arbeitgeber für irgendwelche anderen Tätigkeiten präsentieren. Was ist von Seiten des Arbeitgebers zu beachten? Er kann im Rahmen des Arbeitsvertrages an seine Kunden dieses Endprodukt weiterveräußern. Was wäre jedoch im Fall, dass der Mitarbeiter eine Webseite oder einen Flyer in seiner Freizeit produziert hat? Dürfte er diese ohne weiteres veräußern? Grundsätzlich kann er dies in Absprache mit dem Arbeitgeber natürlich tun. Aber im Rahmen des Konkurrenzverbotes darf er dies nicht ohne weiteres. Ohne Zustimmung des Arbeitgebers ist dies grundsätzlich verboten. Ihm stünde es jedoch frei, dieses Nutzungsrecht auch dem Arbeitgeber zu übertragen, natürlich gegen ein zusätzliches Entgelt. Sie müssen also als Arbeitnehmer aufpassen, wie Sie in Ihrer Freizeit zusätzlich Geld verdienen. Damit es hier keine Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber gibt, sollten Sie dies ausdrücklich regeln.